Christian Schmeier, Paartherapeut, Psychologe und so weiter und so fort. Diesmal ein Videoblog und heute eine kurze Frage, die sehr gut ist. Und zwar geht es darum, dass du, wenn du plötzlich außerhalb deines vielleicht so ein bisschen Toxi-Toxi-Beuteschema, Liebeschip-Schema, Dates, kann es zu komischen Körperempfindungen kommen? Vielleicht könnt ihr das auch, könnt ihr gerne mal kommentieren dann. Und genau, dann schauen wir mal rein. Hallo Christian, ich bin 40 und hatte noch nie eine nicht toxische Beziehung, also hatte immer toxische Beziehung. Die längste lief sogar 10 Jahre. Dank deiner Podcasts verstehe ich ja nicht, was da los ist. Ich bin eher im Plus, gebe viel rein, habe Verlustangst, aber auch manchmal auch mit Minus im Wechsel. Ja, das haben ja viele, ne? Es ist halt schwierig, jetzt in die Mitte zu kommen. Und dank dir traue ich mich jetzt, aus meinen Datingmustern auszubrechen. Ich date gerade einen Mann, der nicht toxisch zu sein scheint. Er ist respektvoll, kommuniziert gut und ist wirklich an mir interessiert. Ekelhaft. Widerliche. Oh Gott. Leider ist er optisch nicht so mein Typ. Ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, ihm körperlich näher zu kommen und habe das auch schon fantasiert. Aber ich habe Angst, ihn zu küssen. Mir wird innerlich komisch, das zieht sich alles zusammen. Ist das zu viel Nähe? Sehr wahrscheinlich ja. Das heißt, aber es ist trotzdem, glaube ich, irgendwie so der richtige Weg, irgendwie da mal zu gucken. Was kann ich tun, um ihn auf gesunde Weise weiter zu daten? Ist es normal, dass man körperliche Widerstände hat, wenn man seinen Liebeschip umprogrammiert? Also ich würde sagen, es ist nicht unnormal, sowas zu bekommen, wenn du plötzlich außerhalb deines Bindungsmusters datest. Also nicht umsonst dauert das ja auch eine Zeit lang, das umzustellen. Und es ist wirklich schwierig, gesunde Beziehungen zu führen, weil sie dann einfach nicht so kicken. Und es kann tatsächlich auch zu diesem körperlichen, ja, dass man es einfach nicht fühlt. Man fühlt es einfach nicht, man weiß, es ist eigentlich das Richtige. Aber ich kann es einfach nicht, ich kann es nicht, ich fühle es nicht. Was tatsächlich häufig so ein Bindungsangst, Bindungsvermeidungsthema ist, ein eigenes, ne, passive Bindungsangst. Und da muss man sich dann durcharbeiten. Ich sag's ungern wieder, mach die fucking Kurse, guck dir nur die Videos, weil das ist wirklich, der Weg ist da geschildert. Ihr könnt ihn gehen, es ist nicht, es ist kein Rote-Rosen-Weg, der easy ist oder der, ich persönlich glaube auch nicht, dass man das so zu 100% loswerden kann, aber mit 80-90% loswerden könnten ja vielleicht schon viele leben, irgendwie so. Und ja, und vielleicht ist er auch einfach nicht attraktiv genug für dich, ne? Aber das kann ich jetzt, das ist wirklich schwer zu sagen. Ist er nicht attraktiv genug oder ist es einfach so ungewohnt, dass ja, dein Körper irgendwie sagt, oh, das weiß ich nicht, da kriege ich so komische Vibes, der kommt mir wirklich nahe. Der, was macht der nochmal? Er ist respektvoll, kommuniziert gut. Oh Gott, ekelhaft und ist wirklich an mir interessiert. Ja, ist es wirklich nur das oder das muss man halt rausfinden oder ist das, ich meine, dafür sind auch diese ganzen Bildungsangstkurse oder ist es wirklich, das, deswegen sage ich immer, man sollte Leute daten, die man attraktiv findet, aber einen anderen Bindungsstil haben. Also wenn beides zusammenkommt, anderer Bindungsstil und ich finde ihn jetzt nicht so mega hot. Sehr schwierig heute, aber probier's doch mal weiter aus, vielleicht über die Bindungshormone, wenn ihr doch mal zusammen Halmer spielt, Indoor-Halmer. Ja, geht's ja vielleicht weiter, also ich würde mir das einfach mal weiter angucken und weiter den Weg beschreiten. Ist auf jeden Fall, bist du auf dem richtigen Weg, denke ich, ne? Das ist ja immer das Komische, während dann so bei toxischen Beziehungen können die Leute auch super unattraktiv sein, Hauptsache man kann sein scheiß Muster ausleben. Es ist, Leute, die Welt ist einfach fucking crazy. Wer hat sich das bloß ausgedacht hier? Wer hat sich diese Welt ausgedacht? Also es ist einfach verrückt. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.